Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich gerne Herzen gießen und das ist die neue Herzuntersetzerform von Modes and Shapes. Und ich freue mich total, dass ich die habe. Und ja, ich will einfach nur in Schwarz und Weiß meine Herzen machen oder meine Herzen gießen. Und ich fange jetzt an, meine Farben zu mischen. Die erste Farbe ist weiße Pigmentpaste. Das ist das Angel White von Lares. Das habe ich ja von der Laura von Laura's Art Corner erhalten. Das mixe ich mir so ein bisschen weniger opak an als für die Blumen. Also es ist ein bisschen transparenter, als ich für die Blumen gießen würde. Dann nehme ich schwarze Mica oder Pulver. Und das ist das Blackbird von der Petra Jungblut von Just Paint. Und das ist ein richtig schönes Schwarz. Also das hat so ein Glanz. Das ist einfach ganz toll. Und dann nehme ich Resin Inks in Schwarz und mische mir das ins Harz. Erstmal nur 2-3 Tropfen. Später mische ich da noch ein bisschen mehr zu. Ich weiß nicht, ob das nötig war, aber ich habe gedacht, nimm das mal. Ja, ich habe mir das einfach zusammengemixt. Das Harz, was ich verwende, ist das Art Pro. Das ist von Resin Pro, italienische Firma. Ich verlinke Resin Pro in meine Beschreibungsbox. Da habe ich den Promocode PT10. Das gleiche für Laura's Art Corner, da habe ich auch den Promocode. Da könnt ihr auch gerne mal schauen. Da ist auch Laura's E-Mail-Adresse verlinkt, falls ihr doch Interesse habt. Weil sie hat ja ganz tolle Micas, sie hat ganz tolles Glitzer, wie das so mit zolltechnisch ist. Und ja, da könnt ihr sie gerne per E-Mail kontaktieren. Und Molds and Shapes, die habe ich natürlich auch verlinkt. Da gibt es den Promocode PT5. Schaut einfach mal in die Beschreibungsbox. So, ich habe jetzt mein Harz praktisch am Rand entlang, mein klares Harz gegeben. Darauf dann meine weiße Pigmentpaste. Dann nehme ich meinen Mix mit dem Resin Ink und gieße neben meinem Weiß auch wieder die Herzform entlang. Und dann nehme ich mein schwarzes Mica, diesen Mix, und gieße auf dieses Transparente von den Resin Inks und gieße das Ganze auf mit meinem klaren Harz. Dann nehme ich mein Weiß und gehe nochmal am Rand entlang mit dem Weiß und dann auch in die Mitte, praktisch in dieser Herzform. Ja, dann schubse ich mir das Weiß so ein bisschen nach oben, weil da sollen noch Glassteinchen rein, silberne Glassteinchen. Die gebe ich jetzt einfach so in die Mitte rein. Und dann lasse ich praktisch mein Harz arbeiten. Ich forme keine Blume oder irgendwas. Dafür war das Harz auch noch viel zu flüssig. Also ich habe es halt nicht stehen lassen, wie ich es für die Blumen machen würde. Ich will einfach schöne Effekte haben. Und mal schauen, was dabei rumkommt. Die zweite Herzform, die mache ich genauso. Die gieße ich ja exakt gleich. Auch wieder mit dem klaren Harz, dann am Rand entlang das Weiße. Dann nehme ich meinen Riesen-Ink-Mix, gieße am Rand entlang von dem Weißen. Nehme dann mein Pigmentpulver, mein schwarzes, praktisch den Mix, gieße auf dieses klare schwarze Resin Ink, fülle das Ganze mit meinem transparenten Harz. Und dann nehme ich mir mein Weiß und gieße mir wieder mein Muster. Und lass das Ganze arbeiten. Da gebe ich natürlich auch in der Mitte meine Glassteinchen, meine silbernen. Die arbeite ich mir dann noch so ein bisschen in das Harz, ganz vorsichtig, damit ich mir die Form nicht zerkratze.
Ja, und dann mache ich wieder einen klaren Rand. Und diesmal nehme ich dann mein Schwarz mit dem Pigmentpulver, gieße auf mein klares Harz. Dann nehme ich den Rieseninks oder das Rieseninks-Mix, die Mixtur. Und dann darauf gieße ich dann mein Weiß. Und das Ganze fülle ich dann wieder auf, die Form, mit meinem klaren Harz. Ich liebe es ja, mit viel klarem Harz zu arbeiten. Pule mir so ein paar Bläschen raus. Und dann nehme ich praktisch meinen schwarzen Mix mit dem Pigmentpulver und mache das gleiche, wie ich zuvor mit dem Weiß gemacht habe. Dann nehme ich mir wieder meine Glassteinchen und gebe die in die Mitte hinein. Und ja, das ist typisch. Meine Handschuhe waren so ein bisschen klebrig. Und dann ist mir natürlich der kleine Spachtel in mein Harz gefallen. Das ist typisch. Also, naja, ich habe Glück gehabt, dass es nicht nach unten zum Boden gesunken ist, dass es da noch am, ja, praktisch oben drauf kleben geblieben ist, sodass ich das relativ gut wieder aus meiner Form holen konnte. Aber es ist typisch für mich. Bin da so manchmal so ein bisschen tollpatschig. So, jetzt mache ich das Gleiche noch in der letzten Form. Und dann gieße ich wieder meinen Schwarzmix am Rand entlang. Dieses Schwarz, das hat so einen tollen Glanz, das gefällt mir richtig gut. Dann der helle Mix mit dem Resin-Ink, das Weiß auf meinen Resin-Inks und dann wieder die Form gut auffüllen und dann das Schwarz gleich wieder am Rand entlang und auch in der Mitte verteilen, sodass man hoffentlich schöne Effekte erzielt. Beziehungsweise, dass ich schöne Effekte erziele. So, dann nehme ich wieder meine Glassteinchen, gebe das Ganze in die Mitte hinein. Und dann habe ich mich entschieden, dass die anderen Herzen noch ein paar Steinchen gebrauchen können, gebe da noch ein bisschen mehr rein. Nimm dann mein Dotting-Tool und verarbeite so ein bisschen die Glassteinchen, so wie ich das gerne hätte. Ja, meine Handschuhe, die sind wirklich klebrig. Ihr habt das gerade gesehen, dass auch hier mein Dotting-Tool auch schon sehr klebrig ist. Das ist so, wenn ihr mit Harz arbeitet, dann habt ihr wieder irgendwas in der Hand oder ihr habt gekleckert und schon habt da, ja, sind die Handschuhe dann klebrig und. Also immer wieder diese Baby-Wipes in der Nähe haben, damit ihr euch die Hände praktisch daran reinigen könnt, damit das Ganze nicht ganz so klebrig ist. So, und jetzt habe ich mich entschieden, dann doch noch mal so ein bisschen drüber zu gehen mit meinem Weiß. Ich hatte ja noch Weiß übrig. Hätte ich im Nachhinein nicht machen sollen, weil ich mir meine beiden Formen hier überfülle. Das seht ihr jetzt noch nicht. Das seht ihr nachher, wenn ich entforme. Also irgendwie hat das Harz dann so gearbeitet, dass es dann doch wieder über den Rand ging. Die waren auch schon ziemlich ja, gedomt, sage ich mal, die beiden Formen. Das gleiche mache ich jetzt hier mit dem Schwarz. Die beiden Formen hatte ich aber noch nicht ganz so voll gemacht. Und da passiert auch nichts. Also ihr werdet das Missgeschick nachher sehen. So, und jetzt bin ich soweit fertig. Nochmal eben mit dem Bunsenbrenner. Hier immer wieder vorsichtig sein mit dem Bunsenbrenner, dass ihr euch die Form und das Harz nicht verbrennt. So, das ist jetzt die Nahaufnahme und das Harz hat wirklich schön gearbeitet. Ihr seht, wie alles schön geschlossen ist. Und ich bin mal gespannt, was für Effekte ich erziele. Also noch ist das Harz da bei den beiden helleren Untersetzern nicht über den Rand gegangen.
aber ihr seht das jetzt gleich, wenn ich entforme. So, das ist auch der nächste Tag, das sind 24 Stunden später und ihr seht, das Harz hat ziemlich gut gearbeitet, sodass ich überfüllt habe an den beiden Formen. Aber lasst uns einfach mal schauen nach dem ersten Herz und schaut mal, ich finde das richtig schön. Das sieht so ein bisschen wie Samt aus, also das Schwarz ist echt toll und das hat eine Tiefe, gefällt mir sehr, sehr gut. Doch, so und jetzt geht es halt an mein Missgeschick und ich trimme das nachher ab. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich habe auch, während ich beobachtet habe, dass das Herz, also das Harz überlief, das Ganze auch einfach natürlich arbeiten lassen. Und schaut mal die Tiefe, da ist zwar ein Block drin, aber es gefällt mir sehr gut, auch mit dem Weiß. Jetzt kommt das zweite oder das dritte Herz. Das zweite halt mit dem Weiß und schaut mal hier, das hat sogar noch viel mehr Tiefe. Das gefällt mir richtig gut am Rand, das sieht so fast aus wie geflochten, so hat sich das Muster da ergeben. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und jetzt noch das letzte. Und schaut mal, also das Schwarz gefällt mir am allerbesten, gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, und das ist es auch soweit. Hier ist nochmal das Endergebnis und schaut mal die Tiefe. Sieht richtig, richtig gut aus. Ja, mein Freund macht hier wieder ein bisschen Krach im Hintergrund. Also mir gefällt es sehr gut. Ich hoffe, euch hat das Video auch gut gefallen. Und ja, ich konnte euch ein bisschen Inspiration geben. Ich würde mich über einen Kommentar freuen, da freue ich mich immer drüber. Über einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich sag mal, bis zum nächsten Video. Eure Petra. Tschüss.